Und da sind wir auch schon wieder zurück und damit herzlich willkommen bei Zompiercer. Wir sind, glaube ich, mittlerweile bei Folge 5, wenn ich mich nicht verzählt habe. Wir haben hier gerade eine kleine Kartoffelfarm angebaut, beziehungsweise eine Kartoffel angepflanzt, um uns etwas mit der Nahrung abzusichern und sind auch in dem nächsten Dorf angekommen. Ich hoffe mal, dass es hier langsam etwas Sprit gibt. Ich guck noch mal ganz kurz in den Zug rein, weil so langsam wird es doch etwas knapp. Ach, verdammt, falsche Seite. Hier ging es lang. 96, also wir sind so gut wie leer. Falls wir jetzt hier keinen Sprit finden, beziehungsweise ich vielleicht auch einfach zu dumm bin, das Ding aufzutanken, haben wir ein großes Problem. Und das sieht wirklich nicht groß aus hier hinten. Eher wie ein Gebäude. Das macht mir etwas Angst. So, wir müssen unbedingt was trinken. Ansonsten, Essen geht noch so weit und schlafen dann auch demnächst mal wieder. Wie legt man denn? Ah, 17.14 Uhr. In welcher Zeit leben wir denn, wollte ich sagen. Und wie liegen wir denn, habe ich gesagt. Mensch, Mensch, Mensch. Oh, Zombies und auch schon wieder ein kleiner Leck. Bin mir halt immer noch nicht sicher, ob wir das nicht irgendwie von den Autos abzapfen können. Aber ich wüsste nicht wie. Hier leben ganz schön viele Zombies. Das nervt mich gerade etwas. Da oben haben wir noch Häuser. Okay, sehr gut. Also doch nicht bloß das eine Haus. Die Chancen steigen, dass wir Benzin finden für unsere kleine Lok. Was ist denn da hinten? Das ist doch ein anderer Zombie. Der kennt es leider noch nicht so gut. Okay, den haben wir. Ach Mist, ich wollte erstmal das Ding hier verbrauchen. Sonst machen wir uns nur unnötig die Taschen damit voll. So, was haben wir denn da hinten? Was ist das? Ein weiblicher Zombie. Eine Zombine sozusagen. Die möchte ich gar nicht schlagen, das darf man doch nicht. Oder ist das bei Zombies egal, ob es eine Frau oder ein Mann ist? Alles solche Fragen. Ach du Scheiße. Die Zombine hört anscheinend sehr gut. Hat aber ein bisschen... Wow. Ja, die kotzt uns voll, natürlich. Wie die Frauen halt so sind, die kotzen uns alle an, ne? Ach, Mann. Ja, hört das auch wieder auf? Hallo? Okay, es hört wieder auf. Also sollten wir die am besten mit der Pistole killen. Irgendwie backt sie noch etwas herum. Wie viel hält die denn bitte aus? Ah, nein, wir haben keine Muni mehr. Also wir haben noch welche, aber nicht im Magazin. Komm schon, jetzt hör doch mal. Nein! Ui, beim sieht man sie dann auch nicht mehr. Und es wird dunkel. Na, sehr geil. Nee, die Frau hätte ich hier gern noch erwischt. Haben wir sie? Nö. Ah, sag mal. Und wieder keine Muni im Magazin. Die stirbt halt auch einfach nicht. Jetzt? Nein, immer noch nicht. Ey, Leute. Ich glaube, das war's. Ich würde die ganz gerne noch looten, bevor wir schlafen gehen. Oder steht die noch? Die steht doch noch. Lebt die noch? Die lebt immer noch. Na gut, dann gehen wir jetzt erstmal schlafen. Es ist mir ja einfach tatsächlich zu dunkel. Ich hoffe nicht, dass die uns in der Nacht den Zug von außen vollkotzt. Ich weiß nicht, wie viel Schuss das jetzt waren, aber ich glaube, die hält mehr aus als der fette Typ von vorhin. So, wir gehen jetzt erstmal schlafen. Ja, Essen geht noch. Wir schlafen mal wieder ganze 12 Stunden. So mache ich das auch immer. 12 Stunden Schlaf, weniger geht nicht, dann das wäre lebensmüde, also. Ja, braucht der Körper auch. Was will man machen? Und es lädt mal wieder. Diesmal ging es etwas schneller. Oder vielleicht kommt mir die Zeit auch einfach schneller vor. Wir hatten hier bloß die dreckigen Flaschen drin und wir haben... Naja gut, wir haben zumindest hier noch so ein Ding. Großen Futter, aber ansonsten sieht es auch langsam essenstechnisch etwas knapp aus.
Bin mir nicht ganz sicher, ob wir eventuell hier vorne noch Essen drin hatten. Auch bloß noch so eine Kartoffel, die können wir dann vielleicht noch mit daneben pflanzen. So, da vorne ist die Olle. Jetzt gibt es eine dicke Knolle an die Olle. Und vielleicht droppt sie ja Wolle. Die muss doch mal sterben, oder kann man die nicht töten? Jetzt. Wahnsinn, also. Wie viel die aushält. Mann. Damit habe ich nicht gerechnet, dass die so hart unterwegs ist. Okay, wir haben schon wieder irgendeinen angelockt. Bin mir nicht sicher, welchen. Der da oben. Der kommt anscheinend nicht hier runter. Oh, wir haben hier... Oh, können wir hier tanken? Ich würde das in die Hand nehmen und die Lok hierher fahren. Sehr geil. Das wäre natürlich mega. Wir kommen tatsächlich diese kleine Stufe hier nicht hoch. Obwohl unser Typ so große Füße hat. Na gut, was soll's. Dann gehen wir hier mal von der anderen Seite lang. Wir schauen nochmal kurz in die Autos. Und das können wir nicht mehr schauen. Ich frage mich, was der mit seinen Reifen gemacht hat. Oh nein, noch so eine Olle. Ich möchte die Frauen nicht. Ich höre es von überall rumschreien. Die Frau, die hat halt auch so ein krasses Gehör. Die hören halt einfach alles. Sehr, sehr realistisch programmiert. So, wir kommen tatsächlich hier nicht über die kleinen Stufen. Das ärgert mich. Ich möchte jetzt ungern mit dem in Kampf ziehen, weil ich Angst habe, dass sie dann ankommt. Aber der wird uns auf jeden Fall gleich sehen. Ja, da schreit bloß rum, aber er kommt nicht angerannt. Oh, jetzt. Aber er läuft in die andere Richtung. Das kann er gerne tun. Oh, die Frau ist dort. Ach, und die Autos stehen natürlich alle so, dass ich der direkt... Nein. Der direkt ins Blickfeld laufen muss, wollte ich sagen. Haben wir hier... Polizei-Zombies. Ah, die ganzen Autos liegen so. Man kommt gar nicht anders drum herum. Also muss ich ja wohl in Kampf gehen. Ich möchte kein Polizei-Zombie. Das sieht eklig aus. Ah, nein. Das ist gar kein Polizei-Zombie. Das ist so ein schneller. Shit. Ach, nein. Das war dumm. Renn. Warum rennt er nicht? Der rennt nicht. Achso, weil ich sneake. Scheiße. Ach, Mensch. Jetzt haben wir richtig Leben verloren. Und wir haben richtig viele... ach du Scheiße. Jetzt müssen wir auf jeden Fall ein bisschen Munition verschwenden. Es tut mir leid, es war mein Fehler. Er sah irgendwie von hinten so aus, als hätte er eine Uniform an. Und ich dachte, es ist ein Polizeizombie. Und dann noch das mit dem Rumgeschleichen. Das war einfach nur richtig dumm von mir. Wir haben ordentlich Leben verloren. Das ist schon wieder sehr ärgerlich. Ich glaube, wenn wir das nächste Mal ein Level aufsteigen, müssen wir wieder auf Leben gehen, weil dann wird das Leben wenigstens wieder voll. Oder wird es vielleicht schon voll, einfach indem wir ein Level aufsteigen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Level up? Okay, nein, es wird erst voll, wenn wir uns einen Punkt mehr auf Leben geben. Damit wir nicht unser Leben geben. Und das würde ich jetzt auch gleich mal tun. Wahrscheinlich wäre Schleichen und Stärke auch sinnvoll, aber so viel Leben, wie wir gerade verloren haben, da müssten wir unseren ganzen Loot verschwenden, um das wieder aufzufüllen. Leg dich doch nicht auf die Gleise. Es gibt andere Wege. Es macht immer einen Sinn, weiterzumachen. Komm zu mir in Therapie. Hä? Weapon is broken. Warum zerfällt die denn da nicht? Muss ich die noch wegwerfen? Das ist natürlich ein bisschen doof gemacht. Okay, also wegwerfen mit der guten. Ach Mensch, ich wollte nicht gegen die Frau kämpfen. Wir laufen doch mal von der anderen Seite drumherum. Ich glaube, das macht gerade mehr Sinn. Ich freue mich erstmal, dass wir hier höchstwahrscheinlich auftanken können. Jetzt natürlich die Frage, ob das der einzige Weg ist. Oder ob es vielleicht doch noch irgendwo Benzinbehälter gibt. Oder generell einen anderen Weg, um uns wieder aufzufüllen. Also nicht uns, sondern die Lok. Trinken würde ich das Zeug nicht unbedingt. Wie viel hier los ist, ist echt Wahnsinn. Die Autos sind alle so drumherum gebaut. Also ich komme wahrscheinlich nur von ganz vorne rein. Oder doch irgendwie von hinten.
Aber zumindest können wir hier viele Erfahrungen sammeln durch die ganzen Zombies. Naja, komm, lass mich erstmal looten. Es ist selten was in den Autos drin. Kofferraum noch. Auch nichts. Hier nichts. Hier nichts. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, wir... Ah, nein. Was haben wir hier? Das sieht doch aus wie ein Kanister. Ah, ich bin natürlich, bin ich genau jetzt überfüllt, wenn ich das finde, was ich schon die ganze Zeit suche. Wir haben nichts mehr. Doch, wir haben noch ein was zu essen. Haben aber schon wieder verdammt Hunger. Schatz, was essen wir heute? So. Nimm das jetzt mit. Immer noch, wie schwer ist denn dieser scheiß Kanister? Und der nächste. Ja, komm. Du kriegst auch deine Portion Liebe von mir. Ach. Okay, haben wir. 4 Kilo haben wir noch. Frei und das reicht anscheinend nicht. Painkiller brauchen wir gerade nicht. Eine Bandage auch nicht. Hm. Ungünstig. Dann gehen wir nochmal kurz zum Zug. Ich könnte den auch mal ein Stück weiter vorfahren. Ich war vorhin einfach viel zu ängstlich. 24% noch. Was die Nahrung angeht, das wird langsam wirklich ganz schön knapp. Wir müssen unbedingt in das Haus und was finden. Ich hasse Zeitdruck im Nacken. So, sind die schon gewachsen hier? Oder kann ich noch nicht... Brauche ich vielleicht auch noch irgendwas zum Ernten? So, hier war ja nichts weiter drin. Okay, wir machen jetzt erstmal unser Ding hier leer. Bett brauchen wir nicht, Closes brauchen wir nicht, die Kanister brauchen wir nicht. Bandagen werde ich mal einstecken lassen. Wir können aber auch erstmal das wegpacken und das Geld auch. Bin mal gespannt, ob wir später noch Händler finden oder andere Überlebende, mit denen wir vielleicht handeln können. Für irgendetwas muss das Geld ja schließlich gut sein. So, wie viel haben wir denn jetzt? Wir haben 21 Kilo frei. Das sollte doch hoffentlich passen für so einen Kanister. 18% Nahrung, es wird echt immer weniger. Das macht mir gerade etwas zu schaffen. So, Kanister bitte einpacken. Danke. Gucken mal ganz schnell. Gaskanister. Wollen wir hoffen, dass die Lok das annimmt. Und das nicht für irgendwas anderes gedacht ist. Nein, alles nur Müll. Ich brauche Essen, Leute. Ja, wir haben Essen. Und irgendein Zombie kommt schon wieder an. Nö, doch nicht. Na komm. Ach. Zu spät ausgewichen. Ja, und jetzt ist er natürlich kaputt beim letzten Schlag. Ah, und ich kann nicht mehr schlagen. Jetzt. Okay, immer noch 115 Leben, alles gut. 28% auf Nahrung hoch, auch noch in Ordnung. Aber allzu viel Zeit sollten wir uns nicht mehr lassen. Mit der Nahrungsbeschaffenheit. Oh, hier hatte ich, glaube ich, reingeschaut. Genau, dann gucken wir nochmal in die Motorhaube. Hier ist nichts mehr drin. Die kriegen wir nicht auf. Bei den kaputten Autos scheinen wir tatsächlich nicht mehr looten zu können. Bloß bei denen, die noch einigermaßen ganz aussehen. Naja, okay, einigermaßen ganz. Das war Bullshit, was ich gerade erzählt habe. Was ist das? Wir gucken uns das nachher an. Wir müssen wirklich erstmal Nahrung finden. In so einer kleinen Dose Futter werden wir natürlich nicht satt. Okay, ein Riegel, sehr geil. Der Zombie, den ich die ganze Zeit höre. 34%. Noch ein Kanister. Okay, läuft. Der hat uns gesehen.
hätten wahrscheinlich auch auf das Fass schießen können. Jawohl, da haben wir das Ding, was wir benötigen für unseren Gasherd. Sehr schön. Also hier ist loot-technisch gerade sehr, sehr geil. Alles, was uns... Oh nein, 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 oh nein. Aber die scheint nicht wirklich hinterher zu rennen. Die ist zu langsam. Ich habe überlegt, wieder zurück zum Zug zu gehen. Um uns den Gasherd zu bauen. Dann hätten wir zwar wahrscheinlich unsere Kartoffel kochen können. Aber ich würde trotzdem erstmal ganz gerne etwas mehr Nahrung finden. Trinken brauchen wir auch. Und wir haben auch nichts mehr zu trinken einstecken. Gut, das Wasser können wir uns auf jeden Fall abkochen. Ob wir die Kartoffeln so kochen können, weiß ich leider noch nicht. Aber ich denke mal, dass das mit dem Wasser auf jeden Fall funktionieren wird. Und davon haben wir ja genug. Nein, die Frau kommt. Ey, verpiss dich. Oh nein. Ich habe schon vor lange nicht mehr gespeichert. Ich speichere nochmal kurz. Da möchte ich doch lieber auf Nummer sicher gehen. Ja, komm her. Okay, nochmal Munition. Ach, scheiße. Die habe ich gar nicht gesehen. Ach, shit. Scheiße. Ist hier oben noch einer? Da drüben an der Tür. Wo ist die Olle hin? Okay, sie ist irgendwie weg. Oh, scheiße, ey. Wir werden hier richtig belagert, ne? Okay, den haben wir. Wird langsam ganz schön aufregend. Die Fässer brauchen wir nicht, aber hier gibt es kaum Loot. Ach du Scheiße. Okay, das verschafft uns einen Schlag bloß. Vielleicht ist die einfach nahkampfsensibler. Okay, wir haben... Na, Energy bringt mir gar nichts. Ach, Leute, wir brauchen langsam wirklich mal Loot. Ich habe am Anfang noch gesagt, oder vorhin, dass ich es schön finde, dass es hier nicht so eine Loot-Knappheit gibt. Und jetzt wird es natürlich wahr. Und die ganze Zeit nur Zeug, was wir nicht brauchen. Was ist denn das alles? Bandagen, Painkiller. Nein, das brauche ich alles nicht. Ich brauche Essen und Trinken. 19% vom Hunger. Ach ja, dann komm halt her. Ach nein, ist gar nicht hier drin. Ich dachte, ist hier drin. Okay, wir haben Trinken, sehr gut. Und wieder bloß so ein Scheiß. Nein, nicht Energy, das wollte ich doch nehmen. Nichts drin. Und auch ansonsten nichts zu looten. Und wo schlägt's denn hier? Anscheinend von unten. Die Tür hier. Ach, shit. Nein. Wir hatten wieder nicht genügend Ausdauer und ich sage jedes Mal, Energy brauche ich nicht. Aber das hat Regeneration gegeben, ne? Ja, also sollten wir es vielleicht doch mal vorm Kampf trinken. Ich dachte die ganze Zeit, es gibt nur... Ja, Essen. Es gibt nur einmalig was. Das hätte natürlich nicht viel gebracht, weil mitten im Kampf so ein Energy zu trinken macht sich nicht so geil. Okay, wir haben eine Dose, aber die Bohnen gaben, glaube ich, 30%. Bin mir gerade nicht ganz sicher. Wir haben 14, dann müssten wir dann 44 haben. Irgendwie in die Kasse, Geld. 2 Dollar. Läuft anscheinend nicht so gut der Laden. Okay, ja, 30% gegeben. Es sieht erstmal wieder besser aus. Aber immer noch nicht geil. Es gibt eine Zapfsäule an dem Bahnhof und mir geht das Benzin aus. Ich muss auf jeden Fall tanken. Okay, sehr geil. Dann tanken wir hier voll. Dann würde ich sagen, wir machen uns erstmal auf den Weg wieder zu unserem Zug. Dort können wir uns ja auf jeden Fall dann bestimmt das Wasser noch abkochen.
und hoffentlich auch etwas Nahrung zubereiten, weil das haben wir langsam dringend nötig. Und da haben wir es geschafft. Ich hätte etwas näher dran halten sollen. Das war hier. Nee, sah gerade im Augenwinkel aus, als würde da ein Zombie drunter klemmen. Okay, Use Workbench. Und wir möchten ganz gerne hier den Ofen bauen. Okay, das haben wir ja alles hier irgendwo eingelagert. Einmal hier. Ach, schon wieder falsche Taste. Das hier, das... Ah, ich bin schon wieder überladen. Okay, Benzinkanister erstmal rein. Die haben eine ganze Menge gewogen. Das wieder hinein. Okay, wir brauchen noch ein so ein mechanisches Ding. Das hatten wir doch hoffentlich hier vorne. Ja, haben wir. Und ich bin schon wieder überladen. Wir packen jetzt erstmal hier die Munition weg, weil die ist einfach verdammt schwer. Nein, ich muss es natürlich auch noch einpacken. So, jetzt aber. Und jetzt bitte hier, elektrischer Ofen bauen. Sehr gut, und wir haben ihn. Ich weiß zwar nicht, ob es hier Steckdosen... Haben wir hier Steckdosen? Naja, Lichtschalter sind da, dann wird es wahrscheinlich auch irgendwo Steckdosen geben. So, elektrischer Ofen, her mit dir. Dich packen wir gleich hier, obwohl dann könnten wir uns ein großes Beet machen, wenn wir uns noch eins daneben packen. Packen wir den vielleicht lieber mal auf die andere Seite, vielleicht hier in die Ecke. Nein, in die Ecke dürfen wir nicht. Aber hier hin. Und hau ruck. Und zack. Und mein Arm tut weh. Ah, mein Ellenbogen. Ah, Tennisarm. Ah, verdammt. Schulter ausgerenkt. Und Muskel gerissen. Und Kater. Und keine Ahnung. So. Bottle of Water und Boiled Potatoes. Das können wir beides machen. Sehr schön. Dazu brauchen wir... drei Stück. Und Wasser. So viel haben wir doch gar nicht. Verdammt. Aber Wasser haben wir. Aber wir haben tatsächlich nicht so viel. Und das können wir hier auch noch nicht... ernten. Na gut, wir machen uns erstmal Wasser. Das ist natürlich sehr schön. Dadurch, dass wir die Flaschen ja nicht verlieren, sondern wenn wir sie ausgetrunken haben, kriegen wir ja immer wieder die leeren Flaschen zurück. Und einen Fluss werden wir auf jeden Fall finden, beziehungsweise haben wir ja schon im Dorf gefunden. Da müssen wir notfalls halt auch mal eine Runde zurückfahren. Wir haben ja schließlich einen Rückwärtsgang. Für irgendwas muss er ja auch da sein. Da kochen wir uns jetzt erstmal gut Wasser ab. Ich finde es etwas schade, dass man nicht hier drücken kann. Ich würde gerne alle abkochen und man das dann einfach in Ruhe machen lässt und man in der Zeit vielleicht weiter interagieren kann. Aber naja, vielleicht kommt es ja noch. Ist ja wie gesagt nur eine Alpha. Trotzdem nochmal kurzes Statement zu dem Spiel. Also ich muss sagen, es macht bisher extrem viel Spaß. Es ist so ein bisschen seine... Haben wir jetzt zu viel Wasser getrunken? Naja gut, wir sind zumindest auf 100%. Es ist so ein bisschen seine eigene Art von Spiel. Natürlich viele Inhalte und Mechaniken, die man schon kennt. Aber trotzdem etwas Eigenes und das gefällt mir tatsächlich sehr gut. Es geht auch nicht allzu hektisch zur Sache. Und gerade auch, dass man sich den Zug hier so schön ausbauen kann. Also ich muss sagen, sehr, sehr geil. Schraubt bitte noch weiter dran rum, bringt noch ein paar Sachen mit rein, verbessert einige Bugs, auch wenn wir bis jetzt noch nicht so viele gesehen haben, aber geben wird es immer noch welche oder es gibt einfach immer welche so rum. Von daher, bleibt bitte dran, liebe Entwickler. Ich glaube, das kann wirklich was Großes werden. Ja, 25% Nahrung. Es wird langsam Zeit, dass wir eine Folgenpause machen. Das wollte ich sagen. Nein, natürlich nicht, aber trotzdem. Wir machen jetzt eine Folgenpause. Sind nämlich schon wieder bei knapp 25 Minuten. Und so langsam muss ich auch mal was trinken. Nicht nur der Charakter hier im Spiel. Von daher erstmal danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.